Es war einmal ein König, der hatte 12 wunderschöne Töchter. Die 12 Prinzessinnen lebten alle zusammen in einem großen, schönen Zimmer. Der König beschützte seine Töchter mit allen Kräften. Und wenn sie abends zu Bett gingen, erlaubte er ihnen nicht mehr, das Zimmer zu verlassen. Aber jeden Morgen wachten sie auf und etwas Seltsames war passiert. Die Schuhe der Prinzessinnen waren ganz durchlöchert, als hätten sie die ganze Nacht durchgetanzt. Der König musste seinen Töchtern jeden Tag neue Schuhe kaufen. Aber was auch immer sie taten, weder der König noch die Männer am Hofe konnten das Geheimnis der Schuhe lösen. Wie ist das möglich? Wie kann ein Paar Schuhe in nur einer Nacht so durchgetanzt werden? Es ist verblüffend, Eure Hoheit. Schließlich sagte der König: Derjenige, der das Rätsel der Schuhe meiner Töchter löst, darf sich eine meiner Töchter aussuchen und sie heiraten. Er wird mein Schwiegersohn und wird nach meinem Tode König werden. Aber er hat nur 3 Tage und nur 3 Nächte, es zu lösen. Oder er verbringt sein Leben im Gefängnis. Viele junge Männer des Königreichs und sogar Prinzen von anderen Hofstaaten kamen zum Schloss, um sich der Aufgabe zu stellen. Tagelang bewachten sie die Tür der Prinzessinnen, aber niemand war in der Lage, das Rätsel zu lösen. Und die Schuhe waren weiterhin Nacht für Nacht durchgetanzt. Schließlich wollte ein gutherziger junger Mann sein Glück versuchen. Also machte er sich auf den Weg zum Schloss. Auf seinem Weg traf er eine dürre alte Frau, die sehr arm aussah. Mein lieber Junge, ich bin sehr hungrig. Würdest du mir wohl ein Stück Brot geben? Der junge Mann gab der alten Frau all sein Essen und seine Tasche. Sie freute sich sehr, da keiner der Männer, die zuvor vorbeigekommen waren, ihr etwas gegeben hatte. Die alte Frau wusste, dass dieser anders war als alle anderen. Also gab sie ihm als Danke ein magisches Cape. Nimm dieses magische Cape. Wenn du es trägst, wirst du unsichtbar. Wenn die Uhr 12 Uhr nachts schlägt, ziehe das Cape an und schleiche dich in das Zimmer der Prinzessinnen. So wirst du das Rätsel um die Schuhe lösen. Aber sei achtsam. Trinke nicht, was die Prinzessinnen dir zu trinken geben. Oh, diese gerissenen Prinzessinnen. Der junge Mann nahm das magische Cape und ging weiter zum Schloss. Als er ankam, verkündete er, er würde das Rätsel der Schuhe lösen wollen. Am ersten Tag, als er vor der Tür der Prinzessinnen Wache hielt, kam die älteste Prinzessin heraus und gab ihm ein Glas Limonade. Du musst durstig sein. Wir haben dir Limonade gemacht. Bitte trink doch etwas davon. Der junge Mann vergaß die Warnung der alten Frau und trank die Limonade. Kurz darauf wurde er sehr müde. Er schlief ein und schnarchte die Nacht hindurch in dem Zimmer, das sie für ihn vorbereitet hatten. Als es Morgen wurde, erwachte der junge Mann und erinnerte sich. Ich sollte doch das magische Cape tragen und mich ins Gemach der Prinzessin schleichen. In der zweiten Nacht stand der junge Mann wieder vor dem Zimmer der Prinzessin in Wache. Dieses Mal kam eine andere Prinzessin mit einem Glas Saft heraus. Der junge Mann war so durstig vom Wachestehen. Ohne nachzudenken, trank er all den Saft, den die Prinzessin ihm gegeben hatte. Und natürlich schlief er wieder ein. Als er am nächsten Morgen erwachte, fielen ihm endlich die Worte der alten Frau wieder ein. Aber sei achtsam. Trinke nicht, was die Prinzessinnen dir zu trinken geben. Da muss ein Schlafmittel in den Getränken sein. In diesem Moment kam der König zu ihm.
Zwei Tage sind vergangen und du hast das Rätsel der Schuhe noch immer nicht gelöst. Wenn du es heute nicht löst, kommst du bis ans Ende deines Lebens ins Gefängnis. Der König beendete seine Worte und ging davon. Der junge Mann musste das Rätsel heute lösen. In dieser Nacht stand er zum letzten Mal vor dem Zimmer der Prinzessin in Wache. Dieses Mal kam die jüngste Prinzessin mit einem Glas Orangensaft heraus. Aber der junge Mann wusste nun Bescheid. Er nahm das Glas und dankte der Prinzessin. Und als sie ging, goss er den Saft in einen Blumentopf neben sich. Dieses Mal würde er nicht einschlafen. Der Abend kam und es war bald Mitternacht. Der junge Mann zog sein Cape an und wurde sofort unsichtbar. Langsam öffnete er die Tür und traute seinen Augen nicht. Alle Prinzessinnen trugen ihre schönsten Ballkleider, waren frisiert und geschminkt und hatten ihre neuen Schuhe an. Lass uns nachsehen, ob der junge Mann eingeschlafen ist. Eine der Prinzessinnen öffnete die Tür und schaute hinaus. Eine andere Prinzessin horchte an der Wand. In diesem Moment wusste der junge Mann, dass er Schnarchgeräusche machen musste. Als sie sich sicher waren, dass der junge Mann eingeschlafen war, schob die älteste Prinzessin ihr Bett zur Seite und klatschte dreimal in die Hände. Dort, wo das Bett gestanden hatte, öffnete sich eine geheime Treppe. Der junge Mann traute seinen Augen nicht. Eine nach der anderen stiegen die Prinzessinnen die Treppe hinab und natürlich folgte der junge Mann ihnen. Die Treppe war unglaublich lang, mit hunderten von Stufen, die in die Tiefe führten. Als sie alle die Treppe hinabliefen, trat der junge Mann aus Versehen auf den Rock einer der Prinzessinnen. Oh, jemand ist auf meinen Rock getreten. Ach, Unsinn, das warst du wahrscheinlich selbst. Am Ende der Stufen gelangten sie in einen Wald. Sie liefen an Bäumen mit wunderschönen silbernen Zweigen vorbei. Der junge Mann nahm einen der Zweige und folgte den Prinzessinnen weiter. Nach einiger Zeit kamen sie am Fluss an. Im Fluss lagen 12 Boote in Schwanenform und in ihnen saßen 12 Prinzen, die auf die Prinzessinnen warteten. Sie alle stiegen in die Boote und der junge Mann hüpfte mit in das letzte Boot. Das Boot scheint heute schwerer als sonst, als wäre eine dritte Person mit dabei. Seltsam. Oh, hör auf zu träumen. Als sie den Fluss überquerten, kamen sie an einem großen, schillernden Schloss an. Und von drinnen konnte man Musik hören. Als er durch die Fenster sah, erblickte der junge Mann viele Menschen, die tanzten. Sobald sie das Schloss betraten, begannen die Prinzessinnen zu tanzen. Sie wurden niemals müde und tanzten immer weiter. Natürlich waren ihre Schuhe dabei bald durchtanzt. Der junge Mann war mittlerweile sehr hungrig, also nahm er sich ein Stück Kuchen vom Tisch und begann es zu essen. Die jüngste Prinzessin sah dies. Hey, mein Kuchen schwebt, als ob jemand ihn isst, der unsichtbar ist. Ach, hört doch mit diesem Unsinn auf. Der junge Mann nahm einen goldenen Becher vom Tisch, ohne dass jemand es bemerkte. Die Prinzessinnen tanzten bis zum Morgen. Dann stiegen sie wieder in die Boote, fuhren über den Fluss, liefen durch den Wald, gingen die lange Treppe hinauf und gelangten endlich zurück ins Schloss. Aber ihre Schuhe waren wieder völlig durchtanzt. Der junge Mann war sehr zufrieden, dass er endlich das Rätsel der durchtanzten Schuhe gelöst hatte. Kurze Zeit später kam der König zu ihm. Deine Zeit ist um. Hast du das Rätsel der Schuhe gelöst? Ja, Eure Hoheit, das habe ich. Also erzählte er ihm alles. Der König glaubte ihm zunächst nicht. Aber als der junge Mann ihm den silbernen Zweig aus dem Wald und den goldenen Becher vom Ball zeigte, wusste der König, dass er die Wahrheit sagte. Also hielt er sein Versprechen und ließ den jungen Mann eine der Prinzessinnen heiraten. Der junge Mann
suchte sich die jüngste Prinzessin aus. Die 12 Prinzessinnen waren natürlich sehr unerfreut, da ihr Geheimnis gelüftet worden war. Aber der junge Mann und die jüngste Prinzessin heirateten und lebten ein langes und glückliches Leben.